Präsident, meine Damen und Herren! Das letzte Jahr bzw. das, was jetzt gerade am Auslaufen ist, war für uns alle, aber für die migrantische Community in Hessen ein besonders schweres. Am 19. Februar kam es zu dem schrecklichen rassistischen Terroranschlag in Hanau. Die Zunahme der Gefahr von rechts war das ganze Jahr über zu spüren. Der strukturelle und alltägliche Rassismus macht den Hessinnen und Hessen mit Migrationshintergrund das Leben hier in diesem Land weiterhin immer schwerer, meine Damen und Herren. Die Landesregierung muss hier in diesem Bereich mehr tun, um die Betroffenen von Rassismus und rechter Gewalt zu unterstützen und auch zu schützen, meine Damen und Herren. Zwar hat die Landesregierung kurz nach dem Anschlag in Hanau ein Soforthilfeprogramm für die Hinterbliebenen und Opfer bereitgestellt. Das war mit Sicherheit auch richtig und gut und wichtig. Allerdings muss man jetzt sagen, heute sagen, dass diese Summe nicht ausgereicht hat. Neben der Trauer, dem Schmerz und dem Verlust, den diese Menschen weiterhin erleiden müssen, sind sie jetzt auch noch von Existenzängsten geplagt. Und das kann so nicht bestehen bleiben, meine Damen und Herren. Die 600.000 €, die im Sonderförderprogramm Hanau 2020 bereitgestellt werden, dienen nicht, wie teilweise eben der Anschein erweckt wurde, der unmittelbaren Hilfe der Opfer und der Angehörigen. Wir brauchen aber mehr direkte und vor allem schnelle finanzielle Unterstützung für die Angehörigen, aber auch insgesamt einen Fonds für Opfer rassistischer Gewalt. Ich meine, das ist das Mindeste, was wir tun können, damit sich diese Menschen in ihrer Not eben nicht alleine gelassen fühlen und wie Bittsteller dastehen und sich wie Bittsteller fühlen müssen, meine Damen und Herren. Auch für den Umgang mit rassistischer Diskriminierung braucht es mehr Unterstützung vor Ort. Zwar gibt es die hessenweite Beratungsstelle Response und die ADIBA, die Menschen unterstützt, die Opfer von rassistischer Diskriminierung durch Polizei, Vermieter, Arbeitgeber, Nachbarn, Schulen usw. so werden. Für eine effektive und bürgernahe Beratung und Begleitung braucht es aber kommunale Antidiskriminierungsstellen in jedem Landkreis, meine Damen und Herren, die sich eben mit den bestehenden Strukturen dann gegebenenfalls ja auch gerne vernetzen können. Auch in Hessen werden morgen am Tag der Menschenrechte zahlreiche Kundgebungen stattfinden. Die meisten davon befassen sich mit der Situation der Flüchtlinge und der menschenverachtenden Umstände, Lebensumstände, denen diese Menschen eben ausgesetzt sind. Den Todesgefahren auf der Flucht, der verheerenden Situation in den Lagern in Moria, der menschenwürdigen Situation in den Sammellagern weltweit, aber auch hierzulande. Und Hessen kann da eigentlich helfen. Da will ich nur noch einmal auf den Koalitionsvertrag aufmerksam machen. Ein Blick da rein ab und zu täte gut, im Hinblick auf das Landesaufnahmeprogramm zum Beispiel, was die Koalitionspartner ja in ihrem Koalitionsvertrag eigentlich vereinbart haben. Und darauf warten wir immer noch, meine Damen und Herren. Man generell muss man festhalten, die Mittel für Flüchtlingsunterbringung und Integration werden gekürzt, während die Ausgaben für Abschiebung und sogenannte freiwillige Ausreisen steigen, meine Damen und Herren. Das kann man sehr schön aus der tabellarischen Übersicht im Einzelplan 08 erkennen. Die Ausgaben für Flüchtlinge und Asylsuchende 2021 und 2020 eben gegenüber gelistet aufstellen. Eine Bemerkung zum Einzelplan 3 fällt mir da ein. Da werden unter Ausgaben für Flüchtlinge subsumiert Stärkung des Polizeivollzugsdienstes, Verstärkung der Wachpolizei, Verstärkung des Verfassungsschutzes. Ich meine, meine Damen und Herren, der Ausbau der Sicherheitsbehörden als flüchtlingspolitische Maßnahmen darzustellen, lässt wirklich tief blicken. Sie sehen also Flüchtlinge in erster Linie als Sicherheitsrisiko und nicht als schutzsuchende Menschen. Wir wollen diesen Menschen aber ein wirkliches Ankommen ermöglichen, ganz im Gegenteil zu manchen anderen Menschen hier drin, sodass sie eben Teil der Gesellschaft werden und sich in diese eben auch einbringen, anstatt Millionenbeträge dafür auszugeben, um sie zur Ausreise in Länder wie Syrien und Afghanistan zu drängen und einen Abschiebeknast zu unterhalten. Auch dazu werden wir natürlich, darüber lässt sich streiten, aber das kann man hier jetzt in diesem Rahmen nicht diskutieren. Eine Gruppe, ich komme dann auch zum Schluss, eine Gruppe von Migrantinnen liegt der Landesregierung allerdings sehr am Herzen, und das sind die Heimatvertriebenen.
Unter Integrationsmaßnahmen für Spätaussiedler werden da 800.000 € für gerade einmal 50 Personen für den Deutschunterricht ausgegeben. Davon können andere Menschen im Bildungsbereich ja nur träumen, kann man da nur sagen, meine Damen und Herren. Auch die finanzielle Unterstützung von Vertriebenenverbänden müsste noch einmal unter die Lupe genommen werden, weil sogenannte Vertreterinnen und Vertreter eben von Spätaussiedlern und Vertriebenen in den letzten Jahren sehr aufgefallen sind mit völkischen Aussagen und verharmlosenden Aussagen über den Zweiten Weltkrieg und über den Holocaust. Auch da sollte man noch einmal schauen, ob diese Unterstützung und Förderung wirklich gut platziert sind. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.